So, und damit hallo Leute und willkommen zu The Division in der Beta-Version. Das ist schon angemerkt, es ist eine Beta, Leute. Erwartet also nicht zu viel von dem Spiel. Es ist nur da, um einen kleinen Einblick zu bekommen. Bestätigen? Ja. Also wir scheinen momentan nur das Geschlecht auswählen zu können. Es scheint aber noch eine komplette Charakterauswahl da zu sein. Halten Sie durch! Sag gerade die richtige mit halten Sie durch, Alter. Du siehst aber auch nicht gerade. Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Ja, das war wohl Ihre. Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten das gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. KTF-68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen, das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zurecht. Willkommen am Hudson Pier! Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. So, und damit sind wir jetzt in The Division. Anscheinend hat dieses Spiel kein Tutorial, denn als ich das Spiel gestartet habe, abgeschlossen, Team Beta aktiv, du musst, keine Ahnung. Als ich die Mission gestartet habe, gab es nämlich so ein kleines Video, das mir die grundlegende Steuerung erklärt hat, wie ich mich heile, wie ich meine Waffen auswähle, dass ich doch lieber in Deckung gehen soll, wie ich Granaten werfe und so weiter. Ja, ich habe mit V ist Medikits auf jeden Fall, oh. Sie wird anscheinend direkt verarztet. The Division, ich freue mich ja ehrlich gesagt genauso sehr drauf wie auf Rainbow Six von damals. Kann ich hier eigentlich mit dir reden? Weil ich beide Spiele verdammt interessant fand, vor allem... Ja, zwei solche relativ guten, ich sag mal, Shooter. Das hier ist ja gleichzeitig noch mehr ein MMO noch mit dabei. MMO ist ja schon ein RPG mit dabei. Fand ich interessant. Ihnen stehen der Fähigkeiten zur Verfügung. Werkzeugkasten und weitere Fähigkeiten. Fähigkeit anlegen, Fähigkeit einsetzen. Was ist das? Verschickt einen Spürimpuls, der Gegner und Verbündete durch Mauern und Deckungen entdecken kann. Eine Granate, die nach dem Abfeuern an der meisten Oberfläche haftet. Aha. Legen Sie in tragbare Weise das Schild an. Der Schaden absorbiert. Der Anwender kann bei angelegten Schilden nur die Sekundärwaffe benutzen. Was hätten wir hier? In der Beta noch nicht verfügbar. Okay. Nehmen wir das mit erstmal. Auf die E. So, Talente und Vorteile haben wir noch nicht. Wie gesagt, es ist die Beta. Also, einfach nur da um es wird uns auch immer schön rechts oben mehr oder weniger schon fast angezeigt, dass es nur die Beta ist. Es ist also nur da, um uns einen Ersteindruck zu vermitteln. Mit dem fertigen Spiel. Es stand auch extra noch da, dass bestimmte Szenen und sowas rausgeschnitten wurden hier aus der Beta, um die Story noch nicht zu sehr zu verraten. Finde ich auf jeden Fall, ehrlich gesagt, sehr gut sogar. Wir müssen hier durch, Freundchen. Wir müssen sicher gehen, dass wir sauber sind. Damit man... Also auf jeden Fall gibt es hier anscheinend ein Virus. Damit man auf jeden Fall einen Spieleindruck bekommen kann vom Spiel, ohne sich mit der Story schon zu spoilern, sag ich mal.
Daher finde ich das echt gut, dass die da so ein paar Sachen rausgeschnitten haben, ganz ehrlich. Sehe ich auch so das erste Mal in der Beta, dass wirklich so instant Sachen rausgeschnitten wurden. Okay, ist das doch ein MMO? Ich muss zugeben, ich habe mich nicht wirklich beim Spieler erkundigt. Aber wir sehen ja auf jeden Fall andere Leute rumrennen. F fürs Reden. Sicherheitsmaske für Stufe 4. Lebenspunkte, Fähigkeiten, Fähigkeitsstärke. Wir gehen jetzt erstmal zur Mission, würde ich mal behaupten. Bilden Sie Teams mit anderen Agenten. Okay. Also wie gesagt, ich habe nur ein paar Trailers gesehen und fand das Spiel ultra interessant. Ich habe mich nicht gespoilert bei dem Spiel. Hätte ich das tun sollen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Aua. Aua. Drücken Sie irgendwo, um den Erkundungsimpuls zu senden, der feine Verbündete ausmacht. Ja, das weiß ich ja. Den habe ich halt reingepackt. Kann ich auch in der kompletten Ego-Ansicht gehen? Sieht nicht danach aus. Heißt das, hier gibt es jetzt schon Feinde? Was ist meine Side-Weapon? Eine MP5 und meine Sidearm-Weapon ist eine Pistole, eine normale. Okay. Das erfreut mich doch, dass ich jetzt schon mal weiß. Und woher weiß ich jetzt schon mal, wer Freund und Feind ist? Ich knall einfach alles ab, was mir entgegenkommt. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Entdeckt. 400 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Okay, das scheint Zivilisten zu sein. Halte die Steuerung gedrückt, während du zur Deckung sprintest. Was ist denn da los? Ich komme von überall, Lady. Von überall. Hey, ihr, was macht ihr? Hör damit! Hau ab! Ich habe hungrige Kinder! Du hast gleich eine Kanonenkugel im Kopf. Lass die Frau in Ruhe, WTF. Erreiche die Operationsbasis. Stufe 3 bis 5. Ich bin Stufe... Ah ne, ich bin Stufe 4. Okay, oben rechts steht das. Ich bin Stufe 4. Man fängt also anscheinend in der Beta mit Stufe 4 an. Da kann man schon mal davon ausgehen, dass man wahrscheinlich so das Tutorial oder sowas... Ah, sieh mal nach, guck. Übersprungen hat. Also das davor... Ja gut, wir sind ja anscheinend mit irgendwas angekommen, was explodiert ist. Wahrscheinlich ist das in der Tutorial-Part, wo man bis Level 4 wird. Meint ihr? Ihr seid euch sicher, dass ich sterben werde? Ups. Kritischer Treffer plus kritischer Schaden. Kann ich nicht looten? Okay, looten kann ich anscheinend nicht. Mir wurde in diesem Tutorial-Video auch übrigens gesagt, dass das ein deckungsbasiertes Spiel ist. Empfange JTF-Funksprüche. Junge, in die Deckung wollte ich mich gerade begeben. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Da hinten kommt noch mehr. Boah, ja mein Gott, diese Soldaten, ne, die gehen mir jetzt schon auf den Sack. Ja, Alter, lauft hier halt noch hektischer rum. Ihr geht mir voll nicht auf den Sack. Nee, nee.
Muss zugeben, ich würde mir wünschen, richtig anlegen zu. Was zur Hölle? Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Ohne sie wären wir jetzt tot. Sicherheitsflügelgüter, Credits und Erfahrungspunkte bekommen. Abräumen mit zweimal Leertaste. Auch sehr schön. So, meine HP ist wahrscheinlich diese drei Balken, die da stehen, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Dann Medikit, Munition, die natürlich auch leer geht, okay. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Moment. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Neue Operationsbasis. Achtung, Wechsel auf lokale JTF. Was ist denn das Blinkende hier? Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Roster, wir brauchen C4 auf jeden Fall. Martinez, zur Flanke. Los, los, los. Da blinkt C4, mein Freund. Wow, 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 wow. Ich sollte aufpassen, was ich hier mache, mein Freund. Lad schneller nach, BTF. Das war ein Mitspieler. Oder? Ist das ein Mitspieler oder ist das einfach ein Feind? Egal, auf jeden Fall ist es tot. Er hat Loot. Es gibt doch ein Loot-System. Ja, ist doch gut, jetzt hört doch mal auf mich zu schießen, WTF. Wie gesagt, ich wünschte mir anlegen zu können, richtig anlegen zu können. So eine Waffensicht wie bei Rainbow oder sowas. Mehr Loot. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Natürlich hat sie das. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Alles nehmen. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. So, Rüstung. Da haben wir eine Weste, die deutlich mehr Rüstung gibt. Die ziehen wir doch gleich mal an. Interessantes Menü auf jeden Fall. Rucksack durchsuchen. Angewinkelter Griff und Holovisier. Okay, eine Mod zum Anlegen an Objekten. Kann ich denn jetzt... So. Objekt. Holovisier. Okay. Hier habe ich nichts für, ne? Nee. Ich ziele nirgendwo hin. Ich bin gerade in meinem Inventar, du dumme Schlampe. Halt's Maul da. Ne, hier ist der Griff, wenn schon. Genau. Mods, eine Mod haben wir hier. Das heißt, wir können hier auch... Genau. Ah, cool. Gefällt mir. Charakter. Tauschen. Okay. Rüstung. Haben wir leider noch nichts. Aber, ey, man muss doch... Das ist mittlere Maus, hast du wohl bemerkt. Jeder in Uniform ist ein Ziel. Das ist aber eigentlich ein dummer Spruch. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Er
Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Okay, also drei bestimmte Leute evakuieren. Wir müssen die Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Wer bist du? Einsatzbericht anfordern. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Und dabei kläglich scheitern. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Hochfahren. Okay, wir müssen auf jeden Fall eine Base aufbauen. Das kennt man ja mittlerweile aus recht vielen Spielen. Bin ich persönlich eigentlich kein großer Fan von. Benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Ich will sie nicht aufhalten. Aber von diesen ganzen Base-Aufbausachen oder so bin ich an sich kein Fan von. Boah, die labert ohne Ende. Herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Tust du das, ja? So, jetzt haben wir hier drei Striche. Für die Missionen wahrscheinlich. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Also ganz ehrlich, wenn ich das so sehe, sollten wir auf jeden Fall zuerst die Medizinerin holen. So, sonst, ich meine, wir könnten mal in den Waffenhändler reingucken. Oh, das nenne ich mal eine billige Anmache. Ich habe ja ein Teil, was nach Ihnen ruft. Ja, an sich jetzt auch nicht so berauschend. Wir gehen weiter. Oder zurück, besser gesagt, und machen jetzt die Missionen weiter. Wir von so einem Base-Aufbau, jetzt fange ich den Satz zum dritten Mal an. Mehr kann man auch nicht machen. So. Dann mal ab zum Grünen, würde ich mal behaupten. So. Ah, da müssen wir rein für. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Hat der Schaden bekommen durch die Explosion? Was für ein Flappen, Alter. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie das medizinische Personal bringen, geben wir Geleitschutz. War ja klar.